Also vielleicht helfen Sie mir einfach. Was sehen Sie auf dem Bild? Das ist ja bei Daniela Eisenführ nicht so schwer zu beantworten. Also Kois wissen wir jetzt schon. Und dann zwei Stück von der Sorte. Zwei Stück von der Sorte, sehr gut. Ne? Also da sind eventuell Oberflächen, Pigmente bzw. sich anziehende und abstoßende Wasser- und Ölelemente genau. Verbunden. Das ist eigentlich bei allen meinen Bildern das Wichtigste für mich, dass eben Bewegung gezeigt wird und auch so ein bisschen eben diesen Hintergrund der Tiere damit zu unterstützen. Also die Bewegung des Tieres, ohne eben dann auch noch natürlich einen Hintergrund zu gehen, also jetzt nicht anzufangen, einen Teich zu malen, sondern eben sozusagen das natürliche Element des Tieres dadurch irgendwie zu schaffen, indem man wiederum mit Farbe arbeitet. Daniela Eisenführ ist auch in der Lage, das, was die Kunstgeschichte Splash nennt, zu machen. Wir werden das gleich noch kennenlernen. Ein Splash ist ein draufgekleckster Fleck, sowas in der Art. Also die verreibe ich nicht, versuche keinen klaren Hintergrund zu erreichen, sondern eben einen bewegten Hintergrund. Und dazu gehört auch einfach, ja, wie du das nennst, Kleckse oder eben halt durch Spachtelarbeiten größere, etwas monumentaler zu werden, wobei ich grundsätzlich nicht modelliere, sondern immer einfach automatisch aus der Spachtelarbeit heraus erstehen lasse. Mich würde eigentlich interessieren, wenn du anfängst, also die Untergründe hast, weißt du schon, dass da am Ende der Koi draufkommt? Gibt es so eine planerische Komponente? Also ich mache durchaus Skizzen und überlege dann eben, was ich darstellen möchte. Und ich habe dann auch Phasen, wo ich eben Vögel oder eben Fische und in dem Fall, ich gebe das jetzt nicht vor, aber tatsächlich habe ich da auch an die Verschmutzung von Wasser gedacht und eben auch deshalb halt diese sehr rote, leichte Signalfarbe da drin, aber das ist meins. Ich möchte vor allem natürlich, dass Sie da drin auch das Schöne entdecken, auch das ist da drin gewollt, auch das Geheimnisvolle. Und dann entwickle ich diese Farben und habe aber schon die Idee, genau diesen Aufbau zu machen. Das heißt, auch die Farbe gebe ich so vor, was dann nachher dabei rauskommt, ist deutlich auch zufällig. Für mich ist es eine starke Pop-Art eigentlich, ja, genau, an Klänge. Genau. Also die Pop-Art. Andy Warhol sagte, ich male auf diese Art und Weise, weil ich eine Maschine sein will. Also die Pop-Art wollte den Alltag in die Kunst holen. Also diese Begegnung mit Oberflächen, zum Teil aus dem Comic, also diese starke Farbigkeit. Sie kennen alle diese Marilyn in diesen bunten Farbigkeiten. Und Daniela arbeitet hier auch mit drei ganz einfachen Hintergründen, schwarz, gelb, rot und dann hier eine Komplementärfarbe, das Grün, was da wirklich als Soße komplett runterläuft. Ich habe hier meine Pigmente auf großen Borden und die schauen mich an und ich kann sie halt gedanklich zusammenstellen. Das ist ganz schön, wenn du Farbe siehst. Diese Pigmente sind halt sehr, sehr intensiv, also man sieht sie vor sich. Und dann kann ich in meinen Gedanken die schon vermengen. Ne? Also ich sehe sie sozusagen und dann spiele ich damit. Das kann ich also visuell machen. Dann entstehen auch Bilder, einfach indem ich die Pigmente selber sehe. Diese Stücke, die hier drauf sind, sind als kleine Klebestreifen auf dem ganzen Bild verteilt. Es gibt noch welche, die sind noch da. Die könnte man, wenn man jetzt sagt, ich kaufe das Bild oder ich möchte das haben, könnte man mit dem Bild sogar spielen. Das war so ein Spiel zu sagen, Sie können entscheiden. Man kann entscheiden, wie man dieses Bild entwickelt. Und das Erstaunliche war nur, dass ich dieses Bild jetzt in drei Ausstellungen hatte und das niemand möchte. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl von so Teststreifen, von genau, irgendwie so einer Systematik. Weißt du, früher den Fernseher, wo sie, wenn du nachts, das war doch dann nur bis 12 Uhr das Programm und dann kamen noch diese Testbilder. Und daran hatte ich da tatsächlich auch gedacht. Okay. Ja, ich hatte jetzt auch Teststreifen, als wäre ich in so einem Art Labor. Das Wasser wird getestet, die pH-Werte, sind die eigentlich noch okay? Also zum Teil dieses Fernsehtestbild, aber eben auch, das Wasser soll getestet werden vielleicht. Oder die Systematik, Genanalysen, alles Mögliche. Die Fische
werden irgendwie in so eine strengere Systematik gebracht durch die Striche vielleicht. Du hast ja auch gesagt, du lebst mit Tieren, also, und hast Tiere um dich rum. Die laufen genau durch deine Küche sozusagen. Genau. Also die dürfen überall sein. Also Hühner, Schweine, Hühner, sowas in der Art. Ich lebe tatsächlich mit sehr vielen Tieren, die ich darstelle im Kreuz, in meinem Teich. Und habe also die Tiere und lebe mit denen. Jetzt haben wir auch ein Tier zu Besuch. Herzlich willkommen. Schön, dass in der Ausstellung, wo es unter anderem um Tiere geht, auch jemand mit einem Tier kommt.